Palworld wird ja ganz gern mal als Pokémon mit Waffen beschrieben. Und auch wenn da was Wahres dran ist, steckt in dem Spiel dann doch sehr viel mehr drin, als man erst denkt. Es ist sehr viel komplexer und umfangreicher und in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, was ihr alles machen könnt und wie ihr einen möglichst guten Start in das Spiel habt. Damit man das versteht, muss man erstmal sehen, was eigentlich da alles drin ist. Also wir haben unseren Charakter, den Charakter kann man aufleveln und verschiedene Werte vergeben, wie bei einem Rollenspiel und man hat ein Inventar. Außerdem hat man einen Tech-Tree, man kann verschiedene Sachen freischalten und der Tech-Tree ist ziemlich umfangreich. Das ist die zweite wichtige Säule. Das dritte sind eben die Pals, die den Pokémon sehr ähnlich sehen, die man im Spielverlauf fangen kann, gegen die man kämpfen kann und mit denen man verschiedenste Sachen machen kann, selber kämpfen, wobei die einem auch beim Lager helfen. Und das Lager ist die nächste wichtige Sache. Man kann sich eins und mehrere Lager aufbauen und da Ressourcen und Materialien herstellen, sich eine Wohnung bauen und. Am Ende geht es darum, dass man in dieser Welt erstmal überlebt und Ressourcen sammelt, die man eben benötigt für die ganzen Sachen hier. Aber dann will man diese Welt erkunden. Man will neue Pearls entdecken und zu sich in die Basis holen. Man will schauen, was hier los ist. Es gibt Quests, es gibt Bosse, es gibt verschiedene Gebiete und eine Geschichte. Und all das steckt in Palworld drin. Schauen wir uns als erstes den Spielstart und die Charaktererstellung an. Man kann sich am Anfang eine neue Welt erschaffen. Die kann man dann sich benennen, wie man das gerne möchte. Und dann kann man aussuchen, ob man da zusammen oder alleine spielen möchte. Man kann auch erstmal ruhig Multiplayer anwählen. Das tut nicht weh. Und dann kann man bis zu 3 Leuten zusammen im Koop gamen. Es gibt auch noch Server mit bis zu 32 Leuten, aber das ist fortgeschritten und erkläre ich mal in einem anderen Video. Da kann man sich den Schwierigkeitsgrad auswählen und wenn man auf benutzerdefinierte Einstellungen geht, sieht man, was das genau ändert. Das Spiel ist aber echt ganz angenehm zu spielen. Ich denke, normal ist ein guter Schwierigkeitsgrad, aber man kann sich ganz viele einzelne Sachen einstellen, zum Beispiel, wie schnell man Erfahrungspunkte bekommt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man Pearls fängt, wie viel Schaden man auszahlt, wie viel Schaden man nimmt, wie viel Schaden die Pearls machen und so weiter. Aber für den Start ist normal wirklich ganz gut. Das Wichtige ist, jedes Mal, wenn man das Spiel beendet und dann neu startet und dann hier über Spielbeginn kann man ein bestehendes Game aussuchen, ein bestehendes Save-Game, kann man auch jedes Mal, ich zeige euch das mal, hier wieder den Schwierigkeitsgrad, die Welteinstellung ändern. Das heißt, wenn ihr fühlt, dass das Spiel zu schwer ist, was ihr irgendwie gestartet habt, oder zu leicht, könnt ihr das hier nachträglich immer noch anpassen. Seid ihr zufrieden mit euren Einstellungen, könnt ihr das Spiel dann einfach starten. In der Charaktererstellung könnt ihr euch erstmal einen Namen aussuchen, kann man sich hier auswählen. Im Moment kann man den Charakter nachträglich nicht mehr bearbeiten, das soll später kommen. Und auch das mit dem Namen geht im Moment nur in der Steam-Version und nicht in der Xbox-Version. Aber das ist halt eben noch Early Access, da ändert sich auch noch einiges. So viele Möglichkeiten gibt es auch nicht, hier den Namen ändern. Man kann sich einige voreingestellte Typen hier aussuchen und an denen ein bisschen rumarbeiten. Die Größen und die Körpertypen auswählen, Gesicht, Haare, Stimme. Das ist aber alles selbsterklärend. Und dann fangen wir unser Spiel an. Man wacht dann in der Welt auf, wird erstmal von den Pals begrüßt und tritt dann raus in die Welt. Oben rechts hat man so eine Tutorial-Einblendung. Das ist eine ganz gute Idee, das erstmal abzuhandeln. Da kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, was man als erstes so im Spiel machen kann. So wichtig ist, ein ganz grundlegender Teil des Games ist Crafting. Also man sammelt Ressourcen im Spiel, die immer komplexer werden und baut sich daraus Gegenstände, um noch weitere Ressourcen, Waffen, Ausrüstung und so weiter zu bauen. Am Anfang ist es ganz sinnvoll, erstmal rumliegende Äste einzusammeln oder auch rumliegende Steine, weil das einfacher und schneller geht, als wenn man jetzt versucht, diese Ressourcen abzubauen. Das geht auch. So, hier sowas, das ist ein rumliegender Stein, kann man sich nehmen. Dann levelt man auch schon ziemlich schnell auf, das gucken wir uns gleich mal an. Am Anfang haben wir noch gar nichts, außer unsere Fäuste. Wenn ich auf einen Baum haue, kann ich mir da schon mal ein bisschen Holz rausholen. Sehr, sehr langsam. Genauso geht das mit Steinen. Das kann man hier aus solchen Sachen rausholen, aus solchen größeren Steinhaufen. Nicht aus einer Mauer. Kann man auch ein bisschen draufhauen. Und dann bekomme ich meine Steine daraus. Tut uns zum Glück nicht weh, dauert bloß. Einfacher wird das, wenn wir uns eine Werkbank bauen. Das kann ich jetzt ziemlich schnell. Primitive Werkbank. Wie man sich idealerweise wirklich eine Base baut, erkläre ich ein bisschen später. Das könnt ihr vielleicht etwas machen. Idealerweise habt ihr einen größeren, freieren Raum als hier gerade. Vielleicht zum Beispiel sowas da unten. Aber ich nutze eben mal diesen Platz hier. Wir setzen uns eine Werkbank hin. Alle Gebäude haben erstmal so eine Blaupause und die muss ich dann langsam aufbauen. Und erst wenn sie fertig sind, kann ich sie dann auch wirklich benutzen. Und in so einer Werkbank kann ich dann meine ersten Werkzeuge bauen. Was braucht man am Anfang? Eigentlich alle 4 von den Sachen, die es da gibt. Steinaxt kann man benutzen, eben um Steine zu hacken.
Spitzhacke, die Steinaxt für die Bäume, um Holz zu hacken. Die Holzkeule ist zum Kämpfen und auch nachher zum Pelzfangen. Und eine Handfackel macht Licht im Dunkeln und schützt vor der Kälte, die nachts kommt. Wir sehen gerade, wir brauchen noch Holz und Steine, dann farm ich das mal kurz. So, mit genügend Ressourcen kann man dann hier Sachen bauen. Gucken wir zum Beispiel eine Steinaxt, dann klickt man hier unten auf Produktion beginnen, wenn man hier die Anzahl ausgewählt hat. Braucht nur eine, hält man wieder gedrückt. Es geht einigermaßen schnell. Wichtig ist, das passiert am Anfang leicht, dass man das nicht automatisch im Inventar hat, wenn man es gebaut hat, sondern es liegt dann hier noch. Da muss man es noch einmal runternehmen. In diesem Fall nimmt man es direkt selber in die Hand. Muss ich auch noch mal so eine Holzkeule bauen. Geht genauso. Schnell fertig bauen. Und dann sacken wir die ein. Wieder mitnehmen. Im Inventar sieht man das dann. Hier links haben wir unser Inventar. Prinzipiell können wir da ganz viele Sachen haben. Wichtig ist das Gewicht von den Sachen. Wir können maximal, oder wir können diese Tragekapazität tragen, in diesem Fall 300 Kilo vielleicht. Und wenn wir das überschreiten, werden wir erst langsam und irgendwann können wir uns gar nicht mehr bewegen. Das heißt, idealerweise darunter bleiben. In der Mitte sehen wir unsere Figur. Da können wir Waffen anlegen, vier verschiedene Sachen, die wir dann einfach durchschalten können. Wenn wir mehr benutzen wollen, müssen wir die aus dem Inventar hier hin und her schieben. Dann haben wir Accessoires. Wir haben Kopfbedeckungen oder Federschmuck, der uns Boni bringt. Wir können uns Klamotten anziehen, ein Schild tragen und ein Gleiter, mit dem wir rumfliegen können. Nachher mit einem Futterbeutel später haben wir hier Nahrung drin, die wir automatisch essen, wenn wir hungrig werden. Wie hungrig wir sind, sehen wir hier. Das ist diese orangefarbene Leiste. Das Grüne sind unsere Lebenspunkte. Und wenn wir Hunger leiden, verlieren wir irgendwann Lebenspunkte. Umgekehrt, wenn wir gut gesättigt sind, regenerieren wir automatisch Lebenspunkte. Es gibt auch noch Items dafür und Lebensmittel, um das aufzufüllen. Hier sehen wir unser Level und hier auch den Erfahrungsbalken, wie weit es bis zum nächsten Level ist. Wenn wir aufleveln, hat das zwei Folgen. Erstmal können wir unsere Werte hier erhöhen. Das sind diese Sachen hier. Das sieht dann so aus. Man geht hier auf Werte erhöhen und kann dann verschiedene Stats leveln. Kann ich mal kurz sagen, was davon sinnvoll ist. Also Lebenspunkte ist nicht verkehrt. Man sollte ein paar haben, dass man nicht dann später von den stärkeren Gegnern einfach zu schnell gekillt wird, gewone-shottet wird. Da sollte man immer ab und zu mal ein bisschen reinstellen. Das ist dann einfach Erfahrung. Das könnt ihr ausprobieren. Am Anfang braucht man noch keine Punkte. Ausdauer, nicht Erfahrung. Ausdauer ist das schon sinnvoller. Ausdauer braucht man für alles Mögliche. Zum Rennen, zum Kämpfen, zum Ressourcen abbauen und so weiter. Rum zum Gleiten und Fliegen. Und deswegen auch zum Wände hochklettern ist Ausdauer ein relativ wichtiger Satz, einer der wichtigsten, wahrscheinlich sogar der wichtigste. Angriff klingt auch ziemlich wichtig, dass so wie viel Schaden man macht mit Nahkampf- und Fernkampfwaffen. Man selber, das kann wichtig sein, um Pals zu fangen oder auch Bosse zu besiegen oder andere Gegner. Aber gerade im späteren Spielverlauf macht man auch viel Schaden mit den Pals, die einem im Kampf unterstützen. Und dann ist dieser Wert nicht mehr ganz so wichtig. Deswegen kann man den auch vernachlässigen, was ich ganz gern mache. Verteidigung kann man hier nicht leveln. Man kriegt übrigens auch manche Stats durch Ausrüstungsgegenstände. Also auch Verteidigung zum Beispiel kann man nicht leveln. Arbeitstempo ist, wie schnell ich Ressourcen abbaue, wenn ich mit der Axt eben Holz fälle oder mit der Spitzhacke Steine abbaue. Da kann am Anfang schon ein paar Punkte sinnvoll sein, weil man das als ganzes Spiel braucht, auch wenn man neue Items craftet. Das macht das alles ein bisschen leichter. Ein paar Punkte sind da gut aufgehoben. Und Gewicht ist, wie viel man tragen kann. Auch das ist nicht schlecht. Also ich würde auf jeden Fall regelmäßig Ausdauer skillen, ab und zu Lebenspunkte, gerade am Anfang nochmal Arbeitstempo und Gewicht auch ab und zu, wenn man merkt einfach, dass man da öfter Probleme hat. Das kann man einfach auch durch Erfahrung rausfinden. Und Angriff kann man am ehesten vernachlässigen. Dann bestätigt man das und hat das dann aufgelevelt. Das hier zum Beispiel, das sollte ich hier Ausdauer. Genau. Das zweite, wenn man selber ein Level aufsteigt, ja, 1, 2, 3 und so weiter, schaltet man neue Technologien frei. Auf der linken Seite sieht man dann sein Level. Ja. Man kann hier, wenn wir mal ganz runter scrollen, im Moment Technologien freischalten bis Level 50. So, es gibt zwei Kategorien, Technologien und antike Technologien. Und die haben verschiedene Technologiepunkte. Die kriegt man beim Level ab. Man sieht zum Beispiel, hier habe ich 6 Technologiepunkte, 6 blaue. Und dafür kann ich mir Sachen kaufen bis zu meinem Maximallevel, bis Level 2 in diesem Fall. Und dann kann man mal schauen, wenn die so ganz farbig sind, dann hat man die schon freigeschaltet. Wenn da eine Zahl vorsteht, braucht man so viele Punkte. In diesem Fall zum Beispiel eine Perlbox ist wichtig für das Tutorial. Die kann man wirklich gut gebrauchen. Perlsphäre ist ebenfalls wichtig. Ein Lagerfeuer ist wichtig. Eine Holztruhe. Und gerade am Anfang kann man fast alles davon gebrauchen. Später muss man ein bisschen schauen, wie man seine Punkte verteilt. Reparaturbank, um Sachen zu reparieren. Und ein Holzbauset
um die Base auszubauen, ist auch sinnvoll. Also das passiert beim Leveln, Statuswerte und Technologien freischalten. So, wir haben ja eben, unten links sieht man auch B, Baumenü. Man kann das auch mit dem Digipad nach oben auf dem Controller machen. Je nachdem, was ihr lieber spielt. In der Steam-Version sind die Tooltips auch richtig angezeigt. In der Game Pass-Version spinnt das manchmal noch. So, man kann auf zwei verschiedenen Wegen Sachen bauen. Entweder indem man halt bestimmte so Gebäude hat oder hier solche so eine Werkbank und da dann Sachen freischaltet, die man baut. Die kann man dann hier auch auswählen. Das zweite ist, dass man eben in sein eigenes Baumenü geht, solche in diesem Fall B. Dann hat man hier oben verschiedene Kategorien. Und dann kann man da durchschalten und sieht, die sind noch ausgegraut, weil ich die jetzt gerade hier nicht habe, was es da jetzt gibt. In Produktion eine primitive Werkbank haben wir schon, eine Reparaturbank, Firma eine Perls, eine Perlbox, Aufbewahrung, eine Holztruhe, Nahrung kann ich mir am Lagerfeuer machen und das ist hier aktuell da. Man sieht dann auch immer, kann ich mal einen Zweig aufheben, wenn man ins Baumenü gehe, sieht man links, was man jeweils an Ressourcen dafür braucht, ob ich das jetzt schon bauen kann oder eben nicht. Dann sieht man unten links auch die Arbeitsmenge, wie aufwendig ist das zu bauen und ja, wofür brauche ich das, steht dann auch noch eine kleine Beschreibung links. Wenn man sich das durchliest, ist das ziemlich selbsterklärend. Also Items und Sachen und Verbrauchsgegenstände in solchen Produktionsstätten bauen, Gebäude an sich hier bauen in diesem Auswahlmenü. Ein Tipp, wenn man später noch Gebäude bauen möchte, das ist dann hier bei Bau, nur mal so als Beispiel, und man möchte öfter das gleiche, den gleichen Gegenstand bauen, dann sollte man diesen Punkt Bauen in Folge beachten. Der steht unten rechts jetzt gerade. Mit Linksklick kann ich es euch jetzt bauen. Mit Bauen in Folge wähle ich das zwischendurch nicht ab. Ja, dann kann ich mit Rechtsklick einfach das gleiche Element und muss das nicht immer wieder neu aus dem Menü mühsam auswählen. Das macht gerade große Konstruktionen sehr viel einfacher und schneller. Ich zeige euch hier mal das zentrale Gebäude in jeder Basis. Ihr könnt später mehrere haben. Aber das Wichtige ist diese Perlbox. Die könnt ihr auch gleich am Anfang bauen, relativ schnell. Und die hat verschiedene Funktionen. Man sieht es, man kann es als Schnellreise benutzen, wenn man später im Spiel verschiedene Schnellreisepunkte freigeschaltet hat. Man kann es benutzen, um seine Perls hier zu managen, von denen man halt im Spielverlauf einige fängt. Kann man sich welche ins Team nehmen und die hier dem Lager arbeiten zuweisen. Das erkläre ich gleich noch ein bisschen. Und man kann halt einfach das als Basis für seine Basis benutzen. Was man da genau machen kann, hängt vom Level dieser Perlbox ab. Könnte mal drauf gehen, wenn ich das mit V aufrufe, sieht man das. Mein Lager hat im Moment Stufe 8. Und wenn ich das auflevel, das Lager, dann bekomme ich mehr Arbeitsperls im Lager, die irgendwelche Aufgaben erfüllen können. Und ich kann irgendwann auch die Anzahl möglicher Lager erhöhen. Zum Beispiel auf 2, kann ich noch ein weiteres Lager bauen. Wichtig ist noch diese blaue Grenze, die ihr hier seht. Ups, hier runtergefallen. Diese blaue Grenze, die in einem Radius um eure Perlbox halt geht. Und das ist wichtig, weil innerhalb dieser blauen Grenze können eure Perls Ressourcen abbauen, können Gebäude instand halten und einfach alle Sachen machen, die sie im Lager bauen. Man kann auch außerhalb des Lagers Sachen bauen, aber dann können die Perls da halt nicht arbeiten. Und wichtig auch, wenn man zum Beispiel solche Werkbänke hat und man hat hier solche Holzkisten, wo Ressourcen drin sind, innerhalb des blauen Radius kann von jeder Werkbank und von jedem Gebäude auch auf diese Kisten zugegriffen werden. Man muss halt also nicht immer dann mühsam Holz, Steine und so weiter da rausholen, zur Werkbank tragen und das dann da fertigen. Das geht automatisch, aber innerhalb des blauen Kreises nur. Deswegen ist es wichtig, den zu beachten. Hier sieht man übrigens noch mal ein bisschen einen fortgeschritteneren Charakter. Ich habe noch einen, der weiter ist. Aber prinzipiell kann man hier sehen, was die Sachen können. Die Fellrüstung schützt mich vor Kälte, gibt mir aber auch ein paar Lebenspunkte und schützt vor anderen Sachen. Und dann erhöht das hier die Werte. Man hat ein Schild, man hat verschiedene Waffen, spielt auch Fernkampfwaffen und auch sehr moderne Sachen. Sturmgewehr, Shotguns und Granatenwerfer. Das kann alles ziemlich wild werden. Kommen wir damit zur nächsten großen Sache, den Perls. Das sind diese hier. Hier oben im Optionsmenü haben wir den Perldex. Da haben wir so eine Übersicht über alle Perls, die es im Moment im Spiel gibt und welche wir davon schon entdeckt haben. Kann sich hier so ein paar Stats abrufen. Aber noch bessere Stats findet man tatsächlich in der Perlbox von denen, die man hat zumindest. Da kann man drauf zugreifen. Hat man hier eine Übersicht. Und dann kann ich hier unten rechts Detail ansehen. Auf der Tastatur ist das zum Beispiel F. Und dann sehe ich genau, was jedes einzelne Perl kann. Die haben ebenfalls ein Level. Die haben einen Namen. Die können hier aufleveln. Man sieht, welche Schadensart die machen. Und dann haben die verschiedene aktive Fähigkeiten. Also Angriffe meistens. Sie haben eine Partnerfähigkeit. Die ist immer recht genau erklärt. Das können ganz unterschiedliche Sachen.
sein. Sie haben Passivfähigkeiten. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist nicht auf die Art des Perls abgestimmt, sondern das ist einfach zufällig. Jeder Perl kann ein Angsthase sein, kann verfressen sein, kann mutig sein, ein fleißiger Arbeiter und so weiter. Wenn ihr wisst, was das genau bedeutet, einfach mal darüber gehen. Und dann sieht man Angsthase, Angriff minus 10%. Den sollte ich eben nicht zum Fighten benutzen. Der kann vielleicht eher in der Basis was erledigen. Dann haben die halt auch hier wieder Lebenskraft und Sattheit, wenn sie gefüttert werden müssen. Die geistige Gesundheit ist relativ wichtig. Das ist, wenn die, man sieht das hier schon beim Arbeiten, wenn sie in der Basis irgendwelche Sachen erledigen, dann sinkt das. Wenn sie ein bisschen faulenzen oder schlafen, wird das wieder hergestellt. Und das darf halt nicht zu niedrig sinken, weil das sonst fangen die an zu randalieren oder machen andere komische Sachen. Mit bestimmten Gebäuden, mit gutem Futter und anderen Sachen kann man die geistige Gesundheit aber auch hochhalten. Hier sieht man die Werte für Angriff, Verteidigung und das Arbeitstempo. Dann kann man auch daran entscheiden, im Vergleich zum Beispiel dieses Kativa, und dann gucke ich mir mal den hier an. Dann sieht man, der hat vielleicht weniger Arbeitstempo, aber höheren Angriff, bessere Verteidigung. Dann kann ich ihn vielleicht eben, wie gesagt, eher für die Basis benutzen oder eher mit zum Kämpfen. Aber in der Basis gibt es auch ganz verschiedene Sachen zu tun. Hier sehen wir 12 verschiedene Kategorien, in denen ein Perl was machen kann. Und da muss man immer schauen, dass für die Aufgaben, die gerade anfallen, die richtigen Perls zugewiesen sind. Hier sehen wir zum Beispiel Holzfällen. Ja, es gibt Bergbau, Transport, Handwerk und so weiter. Wenn ich jetzt bestimmte Gebäude habe in meiner Basis, wie zum Beispiel hier, dann sehe ich, wenn ich dann in die Nähe gehe, benötigt Bewässerung. Das heißt, ja, damit diese Maschine von einem Perl bedient werden kann, braucht es diese Fähigkeit. Hier sieht man diese kleine Garten, der braucht Holzfällen und so weiter. Das hier braucht, wo steht das hier? Das braucht der Bergbau, dieses Ab, wie heißt das? Ich gucke gleich mal nach. Bergbau heißt es. Hätte ich auch drauf kommen können, dieses Symbol mit der Spitzhacke. Also man muss gucken, und so funktioniert das. Ich habe halt meine Perlbox, da kommen einfach welche ganz allgemein rein. Das Team erkläre ich hier gleich auch noch. Und wenn Perls bei mir im Lager arbeiten sollen, halt an diesen Stationen zum Beispiel, dann kann ich die hier mit Rechtsklick hin und her schieben oder auch mit Drag and Drop einfach dahin packen und dann erledigen die Arbeit im Lager. Und wichtig ist eben, dass sie die bestimmten Fähigkeiten haben hier, die ich dann jeweils brauche. Und die können sich manche überlappen, manche haben auch mehrere Fähigkeiten, was ganz praktisch sein kann, dann sind sie ein bisschen vielseitiger, aber vielleicht nicht so effizient. Kativa kann hier 4 verschiedene Sachen sammeln, Bergbau, Handwerk und Transport, während zum Beispiel so ein Eiktierdier, das kann nur Holz fällen, dafür aber viel besser. Wenn unsere Basis jetzt angegriffen wird, was durchaus mal passieren kann, dann kämpfen die vorhandenen hier automatisch. Also es gibt noch wieder ein paar Feineinstellungen, aber sagen wir mal prinzipiell kämpfen die hier automatisch. Und das ist dann ganz hilfreich, da sind die Stats ganz wichtig. Wenn ich in der Welt unterwegs bin, habe ich aber immer nur mein Team dabei. Mein Team kann ich auch hier zuweisen. Das ist an der Stelle hier. 5 Perls kann ich aktuell maximal in mein Team mit reintun. Und das kann ich einfach auch hier reinschieben, wenn ich das möchte. Und mir verschiedene da mitnehmen. Idealerweise haben die entweder hohe Angriffs- und auch Verteidigungswerte. Sie haben vielleicht gute Stats. Ja, hier unten das habe ich jetzt nur gerade so ausgewählt. Deswegen haben die es vielleicht gerade nicht. Mutig zum Beispiel ist ja nicht schlecht, plus 10% Angriff. Aber wichtig ist auch einigermaßen die Schadensart. Das ist auch ein bisschen wie bei Pokémon. Ja, also das hat erstmal eine Art, das Pokémon selber, sage ich jetzt schon, der Perl selber, hat einen Wert. Das ist ein Schatten-Pokémon, aber es hat auch Angriffe, die man hier sieht, die verschiedene Schadensarten haben. Und diese Schadensarten sind gegen verschiedene Sachen effektiv. Das könnt ihr euch hier nochmal anschauen, wenn ihr in Optionen geht. Dann hier auf Survival Guide und dann auf der linken Seite auf Elementartypen. Dann seht ihr die verschiedenen Typen, die es alle im Spiel gibt und gegen was die effektiv sind. Das heißt zum Beispiel Wasser mit dem Pfeil ist gegen Feuer effektiv. Feuer ist gegen Eis und Gras effektiv. Ja, Gras gegen Ground, Dunkel gegen Neutral, Drache gegen Schatten und so weiter. Also da kann es sinnvoll sein, deswegen mehrere Perls dabei zu haben mit unterschiedlichen Schadensarten. Oder wenn ihr schon vorher wisst, dass ihr gegen einen Boss kämpft, der zum Beispiel ein Feuerboss ist, wäre es sinnvoll, viele von den Wasser-Pokémon, ich sage immer noch Pokémon ab und zu, von den Wasserperls dabei zu haben. Ansonsten gibt es auch noch andere Synergien eher, zum Beispiel hier so ein Hukratest, so eine Eule. Da steht, wenn dieser Perl im Team ist, wird der Angriffsschaden von Perls des Typs Schatten erhöht. Ja, das kann so sinnvoll sein, dass ich dann andere Schatten Perls mit dabei habe und die sich dann gegenseitig verstärken.
Das sind also die zwei Einsatzarten von den Pals. Sie können in der Basis Aufgaben erledigen oder man kann sie hier in seinem Team dabei haben und mit ihnen dann kämpfen zum Beispiel. Das macht man unten, ob das wollte ich jetzt gar nicht, das Falsche. Unten kann man hier dann, links sieht man das, ne, mit den Aktiven aus dem Team gerade durchschalten und dann kann ich ihn rufen. Dann fliegt er hier rum, unterstützt mich im Kampf und ich kann ihn auch wieder zurückrufen. Auf der Tastatur geht das mit E. Und auf dem Gamepad geht das mit den Schulter-Buttons, nicht mit den Triggern. Und dann kann ich zum Beispiel kämpfen. Ja, kämpfen kann ich einfach, indem ich zum Beispiel hier mal so einen Fight anfange, dass ich drauf schieße, schicke und dann kämpft er. Das ist natürlich letzte Level 11, der war nur Level 3, das ist relativ einfach. Da haben wir in Level 3 38 Mamorest. Sowas wäre schon ein bisschen schwieriger. Das ist vom Typ Gras. Ja, da wissen wir jetzt zum Beispiel, da wäre ein Feuerperl gut, aber ich glaube, ich habe keinen Feuerperl dabei. Aber nur so als Beispiel, wenn man jetzt einen Kampf startet, würden die mich unterstützen da. Vielleicht nochmal kurz zeigen, wie man die Perls fängt. Dazu schicke ich die mal wieder weg, damit der hier nicht zu viel Ärger macht. Und ich wähle auch mal eine schwächere Waffe aus, weil die Armbrust und der Bogen, den ich hier habe, die sind schon zu stark. Der Baseballschläger ist es nicht. Also man kann hier Perls fangen, die laufen schon weg, weil die ahnen schon was. So. Fürs Fangen braucht man diese Palsphären, die kann man in der Basis herstellen. Und die sieht man nach unten rechts, wie viel man hat. Ich habe davon 26. Jetzt sind die schon so ein bisschen vorsichtig. Ich muss erstmal ein bisschen aggroen, dass sie jetzt anfangen zu kämpfen. Dass wir jetzt wegschwimmen. So, nee, komm mal her. So, jetzt wird es gegen mich kämpfen. Man sieht, das hat immer so eine Lebensleiste, die Gegner. Und man kann die fangen, wenn sie niedrige HP haben, dann ist die Chance höher. Man kann sie theoretisch auch so fangen, die Chance aber nicht relativ niedrig. Ich kann das ja mal zeigen. Ich werfe mal so eine Palsphäre. Da ist die Chance nur 15%. Vielleicht habe ich jetzt aber auch ganz viel Glück. Okay, da habe ich einfach mal Glück gehabt. Kann natürlich auch mal passieren. Je höher das Level, desto schwieriger sind die auch zu fangen. Jetzt wollte ich zeigen, dass das mal schief geht. Das ist natürlich nicht. Das Genieß 31%. Guck, das ist ausgebrochen. So. Und je weniger Lebenspunkte es hat, desto höher ist die Chance, dass ich es erfolgreich fangen kann. Ich schieße jetzt einfach relativ schwach mit dem Bogen drauf, um es nicht außersehen zu killen, sondern nur die Lebenspunkte relativ niedrig zu machen. Okay, jetzt hat es ziemlich wenig. Ich werfe noch mal eine Sphäre. Und da sieht man, die Wahrscheinlichkeit war sofort 100%. Damit ist es viel leichter, das zu fangen. Übrigens ist das einer der besten Wege, am Anfang Erfahrungspunkte zu sammeln. Man hat gerade eben gesehen, wenn ich hier eins fange, 30% nur. Ja, das sieht auch gut aus. Dann sieht man rechts und links, wie viele Erfahrungspunkte ich immer dafür bekomme. So, und ich kann euch das mal zeigen hier. Wenn man in seinen Perldecks geht, dann sieht man zu jedem Perl, wie oft ich das schon gefangen habe. Beziehungsweise, ob ich noch einen Erfahrungspunkte-Bonus bekomme. Fangbonus heißt das hier. Zum Beispiel von den Foxparks habe ich erst eins gefangen. Und für die ersten 10 kriege ich sehr viel Erfahrungspunkte. Das ist gerade am Anfang einer der besten Wege, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Mindestens 10 von jedem Perl einmal fangen. Das lohnt sich richtig. Und wenn man mehr als 10 hat, braucht man es nicht unbedingt. Da muss man eher gucken, benötige ich noch mehr für meine Base? Oder möchte ich vielleicht bestimmte hier von den passiven Fertigkeiten haben und alle 10 Chickypeas, die ich habe, die sind irgendwie alle Angsthasen, dann könnte man noch mehr fangen, aber ansonsten lohnt es sich eigentlich nicht. Außer man auch braucht auch bestimmte Ressourcen, das kann auch noch sein. Ne? Manchmal kann man ja noch Fleisch oder von bestimmten Perls bekommt man Leder oder andere Sachen, Perlsaft, das kann sich dann auch nochmal lohnen. Aber das Wichtigste gerade am Anfang ist der Fangbonus und dass man sie als Begleiter dabei haben kann. Bei der Bewegung über die Map am Anfang solltet ihr auf diese Statuen achten, die in der Welt sind. Das sind Schnellreisepunkte. Wenn ihr die einmal freigeschaltet habt, könnt ihr dann zu all diesen verschiedenen Statuen und zu eurer Base immer hin und her reisen, was sehr, sehr praktisch ist. Weitere detaillierte Sachen findet ihr auch hier bei Optionen und Survival Guide. Da stehen auch nochmal ganz hilfreiche Sachen zu einzelnen Punkten, immer nicht so viel. Aber das kann euch auch nochmal helfen, wenn ihr eine spezifische Frage zu was habt, was dann hier steht. Zum Beispiel beim Tod, wie das genau funktioniert. Dann lässt man seine Gegenstände fallen. Aber ist kein großes Problem, da muss man einfach hin und die wieder einsammeln. Ansonsten passiert ja eigentlich nichts Schlimmes. Noch ein paar andere Sachen, Glücksperls, Shinies, man kennt das von Pokémon. Dann gibt es hier diese Sachen. Wollte ich eigentlich jetzt als Video zeigen, aber das kann ich auch einfach hier machen. In der Welt, relativ am Anfang, gleich am ersten Wasserfall, findet man diese grünen Statuen. Liv-Monk-Statuen heißen die.
Und dafür muss man in der eigenen Base nachher eine Statue der Macht bauen. Die muss man sich auch erst im Tech Tree freischalten. Hier sieht man übrigens mal, wenn man komplett hungrig ist, wie schnell man Lebenspunkte verliert. Da müsst ihr echt drauf aufpassen. Essen. Ja. Man kann davon nicht sterben, man kann aber halt auf ganz wenig fallen. Und dann wird man sofort von jemand umgehauen. Und sobald man wieder ein bisschen was gegessen hat, steigen die Lebenspunkte dann auch wieder. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, war die Statue Kraft. Das ist diese hier. Die kann ich mal jetzt freischalten. Und wenn ich sie einmal freigeschaltet habe, kann ich sie dann hier bauen. Ne? Das ist dann wichtig. Das finde ich hier bei Pearl. Statue der Kraft. Kann ich mir meine Base setzen. Zum Beispiel hier hin. Wie nett meine Pearls mir dann immer beim Bauen helfen. Das ist immer so eine Freude, wenn sie alle ankommen und dann das schön mitmachen. Wie nett. Und wenn sie dann fertig ist, kann ich diese Liftmonk-Statuen opfern. Wir haben hier Inventar. Es gibt noch einen zweiten Tab, wichtiges Objekt. Da sieht man Sachen, die nicht im Inventar landen, so Questobjekte und solche anderen Geschichten. Davon habe ich jetzt 5. Dann kann ich hier hingehen und kann entweder eigene Fertigkeit verbessern mit F. Kann da halt eine Liftmonk-Statue dafür benutzen. Kann mein Fanggeschick erhöhen, was sehr praktisch ist. Oder ich kann Pearls verstärken, welche aus meinem Team, und kann die besser machen. Da müsst ihr ein bisschen entscheiden. Also ich finde gerade zum Beispiel Fanggeschick verbessern, das kann euch durchaus wichtig sein. Dann sieht man sofort, ist das auf 2. Kann ich noch eine benutzen? Liftmonk-Statue brauche ich 4, um das Fanggeschick noch weiter zu erhöhen. Aber das lohnt sich schon. Und man sieht, man braucht immer ansteigend immer mehr von diesen Statuen, die in der Welt versteckt sind. Die sieht man übrigens besonders gut bei Nacht, weil die im Dunkeln so neongrün leuchten schon. Wenn ich mich hier hinstelle abends, solche da hinten direkt, da ist eine, die ich noch nicht eingesammelt habe. Man sieht die jetzt auch tagsüber ein bisschen, aber bei Nacht sieht man die noch viel, viel besser. Und das war erstmal das Wichtigste, um den Start in Pearl World ganz gut zu meistern. Es gibt natürlich noch eine Menge andere Sachen, spezielle Gebäude. Wie verbessere ich die Attacken? Ich kann die sich paaren lassen, die verschiedenen Pearls, dass die dann Nachkommen bekommen. Und wie funktioniert das? Und worauf muss ich da achten? Was kann ich in der Welt noch machen? Die verschiedenen Gebiete. Es gibt Dungeons und Bosse. Es gibt versteckte Power-Ups. Es gibt Goldmünzen und Händler. Und. Das sind aber alles Sachen, hier Metalle, wie mache ich das, wo bekomme ich bestimmte Ressourcen her. Aber das ist alles was für einzelne Videos, wo ich bestimmte Aspekte nochmal abdecken möchte. Aber ich denke, als Einsteigerguide ist das erstmal ganz gut. Falls ich doch noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe, sagt das gerne in den Kommentaren. Da beantworte ich es gerne. Ich habe auch ansonsten viele Zuschauer, die sich im Spiel sehr gut auskennen und gerne antworten. Und ja, haltet ein Auge offen, entweder für mein Let's Play oder für weitere Videos rund um Pearl World. Erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.